Ah, tut mir leid, Leute, wegen dem letzten Part mit den Nieser. Boah, ey. Ah. Wushu! Wushu, du bist auch zu. Hier. Einfach Münze gefunden. Münze auch hier. Hier. Das auch. Und Rätsel. Oh, hallo, ihr beiden. Wissen Sie vielleicht, ob es hier nach Chinatown geht? Ja, ich glaube schon. Riesenbirne, der ist Wissenschaftler. Lauft einfach diesen Weg weiter. Wie heißt der? Glauben Sie das? Waren Sie denn selbst noch nicht dort? Kufbad? Kufbad? Oder in dieser Gegend ist mir nicht geheuer. Dorthin bringen mich keine 10 Pferde. Wenn ich auf irgendwelche Gangster treffen würde, nichts aufzudenken. Ihr würdet euch wundern, wo diese Schurken überall lauern. Hier, hört euch mal diese Geschichte an. Jetzt hat er seine Lebensgeschichte. Fenster geschalten. Hier. Ach so. Ich habe das Gefühl, dass da vorne lauern wieder diese schrecklichen Gangster. Nicht auszudenken, was passiert, wenn die mich erwischen. Clever wie ich bin, habe ich mich hinter dieser Wand versteckt. Hier kann ich aus sicherer Distanz einen Blick riskieren. Wie viele kriminelle Rohlinge verbergen sich hinter den. Hä? Einfach 10, oder? Ja. Oder ich klicke mal drauf. Erstmal. An. Wie viel zahlen? 2-stellig. Also bis 99 könnte es schon gehen. Warte, fangen wir von hier an, okay? Nein, von oben ist besser. Von da oben? Ja, ja. Ist es einer? Ja. Eins. Ach, scheiß Maus. Ist es einer? Ja, das ist einer. Zwei? Das sind drei. Drei. Vier. Vier. Fünf. Fünf. Sechs, sieben. Das sind die gleichen noch. Haben wir. Ah, da! Acht. Haben wir den oben? Ja, das haben wir. Den haben wir nicht. Den da? Nein. Nein. Ich wette, da fehlt irgendwas. Das ist meine Antwort. Na doch, ich sehe. Neun. Puh, da bin ich aber erleichtert. Gut so, leichtes Rätsel. Ah. Wie gab's dafür 30? Glaub schon. Du bist ein böser Onkel. Böser Onkel. Gut gemacht, ihr gehört wohl zu den nicht zum Clan, richtig? Die Jungs sind nämlich nicht die hellsten. Aber natürlich gehören ihr nicht zu diesen Schurken. Ich bin Luke und dies ist der berühmte Professor Layton. Ah? Layton? Natürlich ist es nicht bloß irgendein Laufbursche des Clans. Er ist der große Boss. Hilfe! Hilft mir! Hilfe! Hoppla, ich vergaß völlig, dass der Name Layton die Menschen dieser Zeit das blanke Grausen lehrt. In der Tat, so betrübt wie es auch ist, aber hier hält man mich für einen kriminellen Par excellence. Aber schau doch mal auf den Boden, Luke. Ist das nicht interessant? Schon wieder. Ich weiß den Grund. Diese Spuren stammen von dem Herrn, der gerade von uns das Weite gesucht hat. Und es stimmt, seine Hosenbeine und war nicht belegt durchnässt, aber wieso nur? Er ist doch wirklich viel zu kalt, um sich ins Wasser zu wagen, oder? Völlig richtig. Wie ist er nur so furchtbar nass geworden? Let's go. In London der Zukunft treffen unsere Helden mehrere Männer in weißen Forscherkitteln, deren Schuhe und Hosen nur so von Wasser und durchdringt sind. Wieso in aller Welt laufen diese Leute wohl pitschnass durch Londons Straßen? Wieso nicht? Weißt du schon? Ich weiß, ich hab's durchgezockt. Vielleicht wirst du wieder gleich den Typen kennenlernen vom ersten Teil und zweiten Teil. Katzi? So, du wirst gleich diesen Typen sehen und denkst du, fick dich. Okay. Wissen Sie, Professor, bei all den dunklen Bäumen hier wird mir fast unheimlich zumute. Aber Luke, nur weil es auf einmal dunkel ist, brauchst du nicht gleich Angst vor Gespenstern zu haben. Bitte, Professor, so etwas Irrationales würde ich doch niemals glauben. Irrational? Wirklich? Ja, Gespenster gibt es nicht. Das weiß doch jedes Kind. Wäre ja auch abwegig, nicht wahr? Und du als rationaler Mensch hast doch gar keine Angst vor solchen Spuk, oder? Nun, höchstens ein klein wenig. Ach, der Typ ist noch nicht hier. Warte, da gibt's bestimmt Rätsel. Da sehe ich doch ein verborgenes Rätsel. Ey, ich habe noch nie die Orte so richtig durchguckt. Die Gartendeko. Ah, wieder mal ein bisschen drücken. Nicht raten. Um dein reizendes Gärtchen noch schöner zu gestalten, willst du es mit Steinplatten derselben Farbe vollständig auslegen. Du siehst hier fünf Sorten Platten in verschiedenen Farben, doch nur eine davon passt perfekt auf die Wege um die Blümchen herum, ohne dass sich die Platten überschneiden. Welche Farbe solltest du wählen, um deinen Garten
um deinen Garten zu verschönern. Du kannst die Platten drehen, jedoch nicht wenden. Okay, A und C sind's nicht. Ich hab schon getestet. Wie? Hä? D geht auch nicht. Ich vermute. Wie geht D? Was macht. Hä? Wartet. Das ist meine Antwort. Juhu. Yay! Also, wie viel Rätsel haben wir jetzt bisher geschafft? Da bin ich aber ich erleichtert. Glaube 8 oder so. Das sind ja irgendwie 8. Ja, so. Ah, wusste ich das doch. Ist klar. Noch mehr Rätsel. Münzen. Noch mehr Rätsel. Du bist jetzt irgendwie Rätsel-Junkie geworden. Bisschen. So. So. Und so. Und nochmal das hier für euch und das hier für euch. Bilderbuch? Bilderbuch, wir haben noch nicht alles. Wann weiß man denn, was man hat? Man hat. Wie viele Rätsel haben wir bisher? Ja, guck mal nach unten. Hä? Unregelmäßige Zahlen, ein paar davon sind versteckte Rätsel, ja. Warte, uns fehlt. 30? 30 fehlt, 31. Dann haben wir die verpasst. Stimmt. Scheiße. Egal, man kann die wieder bei dieser Oma in die Hand. Da! Die Biene wieder! Ich kann den Blick einfach nicht von dieser Blume, von dem seltsamen Insekt lösen. Ja, komm, sag dann was. Mein Baum. Ich guck erstmal nach Pikeratpunkten. Pikeratpunkten? Ja, Pikerate. Hinweismünzen meine ich. Ist es egal? Ja. Steve, ist egal. Psst, hier, ihr zwei da. Sieht so verloren aus. Wisst ihr überhaupt, wo ihr seid? Leider nicht, wie ich zugeben muss, wir sind zum ersten Mal in dieser Gegend. Hört mal, ihr beiden schaut mir ganz nach zwei anständigen Burschen aus. Ich bin ein netter Kerl, also lasst mich euch was flüstern. Das hier ist die Schwarzmarkt-Bazaar. Schwarzmarkt? Holla! Holla, das will ich meinen. Hier wird eine Menge exotische Zeug verkauft und keiner will wissen, woher es kommt. Wenn ich euren Feinden Galoschen stecken würde, würde ich mich in 0,x drauf machen. Ein überaus besonderer Ratschlag. Eine Frage noch, ehe wir gehen, was wollen die Leute hier draußen denn eigentlich so kaufen? Sagen wir einfach die Dinge, wie ihr findest du nicht im Supermarkt, kleiner Mann. Mit dem Bazaar gibt es seltenes, kostbares. Noten. Ach so, Sie meinen Antiquitäten und andere Raritäten? Nun, wir sollten wirklich keine weiteren Fragen stellen. Lasst uns weitergehen, einverstanden? Und seid heute, hey. Wenn ihr etwas Unkonventionelles sucht, ich bin später wieder hier. Rätsel. Oh, hallo Herr Kater, aber wieso lassen Sie denn Schnurrbare so hängen? Ja, miau, 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 miau. Was sagt der Luke? Anscheinend ist er frisch verliebt und ui. Hm, dass der tatsächlich sehr vertrackt. Hören Sie mal zu. kann er nicht verstehen? Ja, er kann mit Tieren reden, da. Voller Verrückte. So ein Opfer. Bestimmt macht er Liebe mit Tieren. Klar. Ein Kater möchte sehnlich seine Mieze besuchen. Doch ein kleines Problem macht ihm das Leben schwer. An den mit X markierten Stellen lauern garstige Hunde, die eine Katze bis zu 3 Felder mit weit füttern kann. Cool. Oh weh. Die katzenschnäuzigen Köter riechen unseren flauschigen Charmeur zu seinem Glück allerdings nicht durch die Wände hindurch. Welchen Eingang von A bis D sollte er also nehmen, um sicher zu seiner angebeten aus links oben zu gelangen? Was ist mit seinen Hunden? Die laufen ihm 3 Felder hinterher? Ja. Ich würde C, oder? Warte mal. C? Ja. Weil bei C gibt's kein Dings. Guck doch. Stimmt. Hä? Wie wäre es hiermit? Hä? Das ging zu schnell. Was ist das? So ein leichtes Rätsel. Sieht man sofort? Ja. Einfach so, einfach so. So ein leichtes Rätsel. Richtig. Ja, ja. Ich weiß, ich bin auch hellfroh, dass wir helfen konnten. Ja, die Liebe kann manchmal ein wahrer Irrgarten sein, stimmt's? So ein dämliches Rätsel. Gangster. Man muss sie anklicken, aber ich werde halt mal ein bisschen rum. Sieh an, verstecktes Rätsel. Wo finden die sowas? Ist echt gut, wir finden irgendwie alle versteckte Rätsel. Ein Teil zu viel.
Aha. Kann man die irgendwie raus? Nee. Ah, nein. Ein Kreis? Das, was zu viel ist, ne? Ja, die grüne Rahmenform und diese sechs orangenfarbenen Teile unten bestehen aus aus gleichzeitigen, gleich großen Dreiecken. Die Rahmenform kann mit 5 der 6 Teile perfekt ausgeführt werden. Dabei können diese blieben gedreht und gespiegelt werden. Quasi dasjenige Teil an, das dabei nicht benötigt wird. Okay, warte. Das wird benötigt, das wird benötigt. Ach, am besten eine Notiz. Kann ich machen? Oder willst du? Ja, mach du. Ich, guck mal, das ich, da? Ich überlege auch gerade so. Das kommt hier hin? Richtig. So, ne? Sehe ich, ja. Und das da? Einfach hier hin. Okay. Das haben wir auch dann. Danach würde ich sagen, dass das da hier hin kommt. So und so. Okay. Okay. Das dann ganz oben, oder? Mach mal. Ja, kommt ganz hin. Es kommt nicht hin, wegen dem hier. Hm. Er meinte, wir können das beliebig drehen und spiegeln. Kann man? Ja. Spiegel das mal. Würde ich ja gerne. Ach so, spiegeln wäre das dann einfach nur auf der Seite. So. Geht das weg? Nein. Das würde auch nichts bringen, ne? Nein. Aber wenn wir das einsetzen. Das sieht aus, ein bisschen aus wie der Hitlergruß, Hitlerzeichen, oder? Mach mal dieses Teil erstmal rein. Das da? Ja, dieses Teil erstmal. Auf Spiegel, ne? So, weg. Wieso spiegeln? Sonst kommt es da gar nicht rein. Aber wo soll das hin? Na, kann unten, ganz unten meine ich. Hier so? Ja. So. So ist die Form von dem Teil. Ja, guck doch. Warte, ich habe da eine andere Idee. Geh mal. Wieso kann es nicht hier passen? Guck mal, die Form ist doch so. Man kann es auch hier machen. Oder nicht? Haben wir es auch? Ach, stimmt, ja. Okay, habe ich ja gesehen. Okay. Okay, dieses Teil kommt dann da oben hin. Das haben wir, das haben wir. Und das in die Ecke. Okay, das haben wir dann auch. So, so. Spiegeln. Welches davon spiegeln? So umdrehen. Oder? Hä? So, dass es das dann nach unten zeigt. Ja? Stimmt. Ja, ja. Ja. Warte. Aber welches Ding füllt das dann aus? Warte, das füllt dann diese Ecke hier aus. Dann. Ach nein, das geht gar nicht. Echt nicht? Oder? Warte, dieses Teil ist auch irgendwie irreführend. Ja. Ich glaube, das ist aber das wichtigste Teil. Oder das unnötigste, kann man ja auch nie wissen. Welches davon kann es sein? Warte. Guck mal, die beiden Teile würden perfekt reinpassen. Das kommt hier rein. Das hier setzt sich einfach hier rein. Da bleibt nur aber diese kleine Lücke hier übrig. Das ist das Beschissene. Ja, warte. Deswegen. Sollen wir erstmal die großen Teile reinbekommen? Ja, warte. Komm, wir versuchen es einfach mal. Okay? Ja, okay. Die großen Teile einfach. Oder mal zieh mal die Kästchen ab. 1, 2, 3.22, 22, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 20, 21, 22, 23, 24. 2 Teile sind zu viel? Ja. Ja, so ist kein Ziel, oder? Wirklich? Warte mal, ich hab da so eine Idee. Doch, das muss so sein. Weißt du wieso? Wenn du irgendein anderes wegmachst, zum Beispiel der mit 4 Teilen, da hast du 22. Wie hatten wir gezählt? Da ist 21. Ja, 20. 24, ne? Ja. Wenn wir 4 wegnehmen, haben wir 20. Wir brauchen aber 20. Also muss das Kleinste weg. Ja, okay, aber ich will mal was ausprobieren. Das da muss weg, das Kleinste muss weg. Also das hier, hier rein. Wie wird die Form dann aussehen? Ja, so.
Das kommt dann da. Warte, das haben wir. Das haben wir. Ja, was? Nein. Das sieht anders aus dann. Ja, gespiegelt. Ja, sieht trotzdem anders aus. Das dreht sich um. Ach so. Das Teil kommt dann nach oben hin. Egal, das kleinste ist überflüssig. Wirklich? Ja, das war das. Daniel ist echt von abgehauen. Mal sehen, soll. Ob das stimmt. Guck, ja. Muss einfach nur abziehen. Kacke. Das hätten wir. Hätten wir echt von Anfang an das nehmen sollen. Na guck, sogar die haben das so gemacht. Wir einfach. Scheiße. Wir sind so dumm und probieren alles aus. Herrlich, so eine kleine Deckübung. Okay, alles mal abchecken. Münzen sind immer gut, kann man immer gebrauchen. Wer ist das? Hey, was habt ihr hier verloren? Hier kommt gar nicht durch, klar. Und jetzt folgt mit euch, sonst ziehe ich euch die Hammelbeine lang. Schon verstanden. Solche Gruppen, alle, die beiden haben wirklich keine Manieren, finden sie nicht? Herr Professor, über was denken sie gerade nach? Sag doch nun, erinnern dich nicht diese beiden Schläger nicht an irgendjemanden? Was meinen sie? Die Ähnlichkeit fällt doch sofort in Auge. Denk doch mal an zwei Bekannte von uns. Zwei Bekannte, hm? Natürlich, sie meinen Inspektor Shelley und Wachtmeister Barton. Was? Sein Gehilfen, stimmt's? Die meinen so, eine Ähnlichkeit ist da. Na, guck mal, bis Ähnlichkeit ist... Ja, geht so. Absolut, die Parallelen sind nicht zu übersehen, oder? Einer groß, einer herrisch. Der andere kleine sei... Kleiner Lackei, es stimmt. Aber der Inspektor würde wohl aus seinem Hut fahren, wenn sie ihm das erzählen würden. Wo wir schon über ihn sprechen, ist es nicht seltsam, dass auch er hier der Vorführung beiwohnte? Vorführung? Ja, sie meinen die Demonstration der Zeitmaschine? Genau, wieso wollte man einen Polizeiinspektor zu einer solchen Veranstaltung einladen? Nun, immerhin hat er etliche schwierige Fälle gelöst, oder? Kannst du weiterlesen? Vielleicht hat man ihn wegen seines guten Buchs eingeladen. Ja, das mag wohl stimmen. Meine bescheidenen Verdienste hatten uns schließlich ebenfalls eine Einladung beschert. Bescheidene Verdienste? Unsinn. Sie sind der berühmte Professor Layton. Ein Vorbild für alle wahren Gentlemen. Haha, so leid es mir auch tut, aber außer dir würde ich wohl niemanden in solch hohen Tönen loben. Es schien mir jedoch, dass fast alle Zuschauer aus der feineren Gesellschaft Londons stammten. Die wenigen Vertreter der Medien einmal ausgenommen. Der Inspektor und wir waren die einzigen Ausnahmen in einem sonst sehr illustren Kreis. Und was bedeutet das? Ich muss mich fragen, wieso unser falscher Dr. Stolypi ausgerechnet uns eingeladen hat. Kurze Pause. Okay, weiter geht's, Herr Nasenbluten. Ich würde nun zu gerne erfahren, was der Inspektor selbst zu der Sache zu sagen hat. Das stimmt, schade, dass wir in die Vergangenheit reisen müssten, um ihn zu sprechen. Moment mal. Was, wenn der Inspektor auch in der Zeit noch seinen Posten innehat? Professor, da sind Sie ja. Oh, hallo, Luke. Ich konnte noch nicht überhören, was Sie gerade sagten. Sie wollen also mit dem Inspektor reden, stimmt's? Genau, das Beste wäre gewesen, wenn ihr gleich nach dem Vorfall mit ihm gesprochen hättet. Aber ich glaube, das ist möglich. Was aber, wie denn? Lassen Sie uns das Gespräch dort fortsetzen, wo wir sicher vor neugierigen Ohren sind. Wieso gehen wir nicht in das kleine Wäldchen im Westen? Also den ganzen Weg wieder zurück. Oder gibt's Rätsel? Sprechen wir der kleinen... Ja. Sag ich ja, wenn ich krank bin, krieg ich Nasenbluten, das ist das Ekligste. Viel besser, sicher wird uns hier niemand belauschen. Du sagst, es gäbe einen Weg in unsere Zeit, mit dem Inspektor zu sprechen. Soll das heißen, dass es irgendwie möglich ist, uns in unsere Zeit zurückzuschicken? Das ist in der Tat, Professor. Allerdings müssen Sie dazu das Wurmloch im Uhrenladen verwenden. Aber der Eingang des Geschäfts ist fest verriegelt. Wie sollen wir dort nur wieder hineinkommen? Das sollte kein Problem darstellen. Ich werde euch die Tür öffnen. Merkwürdig, wieso hast du Zugang zu einem so überaus wichtigen Ort? Ich verspreche, dass ich Ihnen vor Ort alles erklären werde. Bitte vertrauen Sie mir so lange. Lassen Sie uns fürs Erste zum Uhrengeschäft in der Midland Road zurückkehren. Aber was wird aus unseren Plänen in Chinatown? Das werden wir bis auf Weiteres aufschieben müssen. Die Lage hat sich geändert. Okay. Oh. Maxi King. Maxi King Forever. 39 Rätsel bisher. Zurück in die Gegenwart. Kapitel 4. Ich glaube, Musi wird sich wundern, wenn er irgendwann wieder zurück ist. Ja. Okay.
den ganzen Weg zurück. Luke, sag uns, wann wurde der Leuchtturm gebaut, der dort in der Themse steht? Ich würde sagen, vor etwa 5 Jahren. Hat sich dann niemand über die merkwürdige Platzierung des Leuchtturms aufchauffiert? Ein solches Gebäude in der Mitte der Themse zu errichten, scheint doch absolut sinnlos. Da haben Sie wohl recht, Professor. Leider ist mir die Sache eben zu ein Rätsel geblieben. Dann lassen Sie uns später über die Stadtgeschichten sprechen. Wir müssen nun wirklich zum Umbruch laden. Oh gut, dass ihr hier seid. Der bestaussehendste Gentleman Blondes verlangt nach eurer Assistenz. Hä? Aber ja? Worum geht es? Das verflixte Federvieh da drüben. Diese furchtbare Kreatur hat mit dem Sturzflug meinen Manschettenknöpfe fortgerissen. Welches Federvieh meinen Sie? Papagei! Oh, da scheint der Vogel zu sein, von dem unser Freund sprach. Ein schöner Papagei. Sei doch so gut und hilf mir, ja? Ich fühle mich so nackt ohne meine kostbaren Knöpfe. Ist klar. Sie haben es vielleicht noch nicht bemerkt, aber wir sind in außerordentlicher Eile. Du sollst dich hören, Luke. Weißt du nicht mehr, was der Professor immer sagt? Es ist die Pflicht eines Gentleman, höchstbedürftige Menschen immer zu beizustehen. Ich denke, da kann ich schwerlich widersprechen. Nun gut, mal überlegen, dieser Vogel hat verrückt nach glänzenden Gegenständen. Sagen Sie, der Herr, haben Sie etwas Glitzerndes dabei, das Sie uns ausbilden könnten? Aber selbstverständlich, was für ein Gentleman wäre ich ohne eine entsprechende Ausstattung? Hier, diesen Edelstein habe ich dabei, für den Fall, dass ich mich überraschend aufbrezeln muss. Ach du meine Güte, was ist los? Vermaledeit, der Edelstein steckt ganz unten in meinem Koffer und ich... Wo ist dein Koffer? Ich kann ihn nicht greifen. Sie machen uns nicht leid, ihnen zu helfen. Achso, jetzt kommt das Rätsel. 38. Grahams Rätselanleitung. Am Boden eines vollgestopften Koffers liegt ein roter Granat, der dir gerade überaus dienlich sein könnte. Kannst du all deinen hinderlichen Tand aus dem Weg räumen und das rote Kleinod irgendwie nach dem... Wieder sowas. Nach oben boxieren? Kann ich mal ausprobieren? Ja. Ich versuche einfach mal mein Glück. Ich schaffe das hier irgendwie. Ich glaube, das ist nicht so schön. Nach oben? Ja, ich glaube, ich mache da gerade so ein bisschen Fehler, oder? Ah. So. Ja, fast. Krieg's langsam hin. Scheiße. Okay. Nein. Das geht's nach oben. Das nach oben. Das nach oben. Das so, dann so. Nach oben? Was kann ich da machen? Ja, die Züge werden gezählt. Alles von vorne wieder. Okay. Ja, so. Nein. Zack, Kacke von mir. Mach du. Ich hab gar keinen Plan. Wunderbar. Wie bin ich denn davor so drauf gekommen? Ja, du hast es geschafft. Hab ich? Ich glaub schon. Das sieht so aus, ob du es... Nein. Ich kann sich mal bewegen. Ich glaube, einen dritten Schritt musst du noch machen davor. Schieb doch mal das untere rechts nach links. Das so? Ja. Und das nach so. Und das dann so. Und dann ja, so. Ja, du hast es geschafft.
Nope. Achso. Das Rätsel ist so hier. Gut wie gelöst. Ich hab gewittert, ein Deckschritt hat noch gefehlt. Nein, ein anderes. Rätselhaft? Ja, eher trivial. Okay. Okay. Wartet.